voll cool, jetzt überholen wir immer die gleichen. Wir bleiben forever zusammen jetzt wahrscheinlich. Weil wir müssen ja unser Abstand ist auch eigentlich ganz angenehm, ja, muss ich. Wir müssen beide nicht an die Box. Wir sind ein bisschen auseinander. Wir können perfekt das Rennen so zu Ende. Wenn wir so das Rennen. Als erster und zweiter, Junge, stell dir das mal vor, Alter. Wenn wir jetzt einfach von da hinten erster und zweiter so bleiben, wie wir jetzt fahren. Absoluten Kolonne hintereinander, alle schön überholen. Das wäre Traum, Alter. Das wäre ein richtiger Traum, ja. Wie sieht dein Benzin aus? Das ist bei mir irgendwie ein unglaubliches Problem. Bei mir nie. Also ich fahre die ganze Zeit auf Standard und habe jetzt plus 1,2. Und ich hatte plus 0,2 mitgenommen. Ich bin mit 31,2 los. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den ERS-Einsatz. Noch ein lila Sektor. Okay, dann holst du mich gleich ein. In der Tat bin ich näher rangekommen jetzt gerade. Ich stelle jetzt mal auf Fett, um leichter zu werden, um besser zu fahren, was auch immer. Sag, wenn du sehr nah bist. Leute. Ja, ich sag dir Bescheid, aber noch ist alles gut. Weil dann lieber lasse ich dich vorbei, anstatt dass wir wieder Scheiße bauen. Hä? Mir wurde nie eine lila eine Zeit angezeigt. Cool. Ja, ich hab's auf jeden Fall direkt abgelöst. Ja, ich hab's schon gesehen, aber auch nicht so mir weit. Mir wurde deine Zeit gar nicht richtig angezeigt. Also, dieser lila Balken ist erschienen und Mike Let's Play stand da und dann direkt. Ja, aber wir waren nah beieinander, glaube ich. Ja, ja, du warst auf jeden Fall nicht wirklich langsamer. Oder ich war nicht wirklich schneller, aber wir fahren beide schnell, bedeutet das. Das stimmt. Noch ein lila Sektor. Rottgen, Alter. Ja. Was ein Spaß. Jetzt bin ich nah dran. Jo! Oh, sorry. Ja, roter Frontflügel. Oh, warum ziehst du da auch mit rein? Ja, wir waren zu dritt nebeneinander. Ich weiß. Damit habe ich nicht gerechnet, ich wollte hinter euch fahren. Ich bin nur reingezogen, weil ich ausgewichen bin. Weil ihr so langsam geworden seid. Oh, fuck it, Alter. Sorry. Du hast mich nicht in die Wand gedrückt. Ja, ich weiß nicht, was mit Rottgen jetzt passiert ist, wo der ist. Der ist natürlich noch mehr in die Wand wahrscheinlich als ich. Fuck. Aber halt direkt rot, ne? Na. Mann, sorry. Fick dich! Nein, Spaß. Soll ich auf Intermediates wechseln? Ja. Ich habe keine gelben Reifen mehr, ne? Hm. Ich weiß nicht, was ich tun soll jetzt. Du hast mir das komplette Rennen zerstört, Junge! Ja, aber wenn. Ich habe keine gelben Reifen mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Das. Also in echt muss man die Reifen nicht wechseln, wenn man reinfährt. Das geht leider, das kann man leider nicht einstellen in F1. Ja, eben. Aber rot! Alter! Ich wurde gerade fast von Eriksen getötet. Nicht, dass ich es nicht nach der Aktion gerade verdient hätte, wobei ich bin ja wie gesagt eigentlich auch nur ausgewichen, weil ich habe ganz normal gebremst und ihr wollt einfach, dass ihr da gekämpft habt, relativ langsam, was ich natürlich auch hätte ahnen müssen, also war natürlich mein Fehler. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll jetzt. Ich habe nur Ultrasoft und Hypersoft. Hast du nichts? Hast du keinen roten Reifen? Scheinbar nicht. What? Dann natürlich Ultrasoft. Oh, ist das hässlich. Boxenstopp. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser
Jo, ich muss den Notausgang rausfahren. Ich konnte in die Kurve nicht mehr einlenken. Ja, bei mir ist vorbei, das kannst du vergessen. Hey, du holst auch Punkte. Das ist unmöglich. Du holst das Vertrauen. Das ist echt unmöglich. Nach dem Boxenstopp bin ich safe letzter. Adley, lass dich bitte gut überholen. Ah. Ich fahre im ersten Sektor immer lila. Das mit dem Hinterherfahren hat nicht so gut funktioniert. Das war ein kurzer Spaß. Das hätte es werden können. Das hätte es echt sein können, ja. Dafür muss ich jetzt mindestens mal hier die Punkte holen, die wir eigentlich hätten beide holen können. Aber ich bin auch nur Zwölfter. Du müsstest auf Platz 1 und alle aufhalten. Anders schaffe ich es nicht. Oder durch ins. Meine eigentlich? Safety Car. Okay. Gelb. Ich war zweimal doch erst an der Box, keine oder? Keine Ahnung, aber ja, du musst auf jeden Fall durch. Du kannst durchfahren. Außer du fährst ja, irgendwas genau kaputt. Theoretisch kannst du noch voll weit nach vorne kommen. Ja, weil die anderen waren ja alle noch nicht. Also die waren alle einmal an der Box. Davon kann man ausgehen, dass alle einmal. Aber ich war ja schon zweimal. Ich hab halt nur noch Hypersoft jetzt. Ich hab nichts anderes. Aber du kannst auf die benutzten Reifen zurückwechseln. Also wenn du noch einmal an die Box müsstest und die Box dir irgendwie, also du kannst halt die gebrauchten gelben nochmal aufziehen. Also jetzt irgendwann, weil damit kannst du ja dann trotzdem noch durchfahren. Falls du jetzt irgendwie dich nochmal kaputt fahren solltest, wobei es dann auch relativ egal ist, ob du nochmal an die Box gehst oder nicht. Ja, ich muss safe nochmal an die Box, mit Ultrasoft kann ich nicht durchfahren. Ja, das schon. Das ist ja das Problem. Wenn ich jetzt wenigstens durchfahren könnte, sah ich vielleicht 10. Platz noch realistisch, aber so unmöglich. Außer du hältst. Dass man auch von dieser Kacke hier 31. Ein Safety Car, ein das richtiges bringen, Original. Das wird's jetzt noch. Ein Original. Ja, Original Safety Car. Ja, wir hatten ja so ein behindertes Safety Car, was einfach scheiße ist. Und wirklich ein richtiges Safety Car. Also entweder Safety Car oder du hältst alle auf, ansonsten habe ich verkackt. Hier würde ein Safety Car auch schon richtig gut. Also, wenn. Guck mal, ich. Also, ein richtiges Safety Car. Kommen wir wieder nah zusammen. Und dadurch. Weil irgendwann. Die müssen halt nochmal an die Box. Wir machen uns beide nicht kaputt. Und wenn ich dann vorne bin. Und du noch nicht alle überholt hast. Wenn das die nochmal an die Box müssen. Oder. Wobei, du musst ja auch nochmal einmal an die Box. Dann kann ich sie aufhalten. Das wäre. Das Optimum. Aber das wird alles nie im Leben passieren. Safety Car ist so unrealistisch. Weißt du, wenn man es mal braucht, ein Safety Car, dann kommt's nicht. Das kommt nur durch uns. Das ist. Die Eddie Bots machen da ja nichts. Boah, ich glaube, wir hatten auch schon ein Safety Car. Ja, aber so selten. Ja, das ist echt. Das ist so unwahrscheinlich. Oh, fuck. Gedreht. Da stehe aber mit dabei. Ey, ich bin jetzt so lange gerade Platz 12. Kann ja nicht sein, ey. Los. Oh komm bitte, mit Box und mit allem drum und dran musst du einfach auf Platz 1 und die aufhalten. Weil ich sehe ja, ich sehe dich kurz auf der Map, habe ich dich gerade gesehen. Du bist so nah an dieser Menge da dran. Und wenn diese Menge dann nochmal an die Box geht. Kann gar nicht auf die Karte gucken, ich habe keine Ahnung, wo ich da bin. Wenn du in dieser Menge noch an die Box, wenn die an die Box gehen. Könntest du theoretisch auf Platz 2 oder 1 kommen, wenn du natürlich gut weiterfährst. Ah, ich sag mal so, bis du das gerade gesagt hast, bin ich ganz gut gefahren. Na dann passt's ja. Oh. Alter, Hartley kommt wieder ran. What? Der ist krass. Geht auch.
wieder einen Reifen. Das ist, sind zwei Reifen besser als ich. Mann, was ist denn diese Scheißstrecke hier? Warum sind die Bots hier auch so gut? Die sind echt gut hier auf der Strecke. Und gefährlich sind sie da. Ja, das schon. Gelbfahrer, es kann ehrlich nicht wahr sein mit so einem Scheißreifen. Ja, aber du fährst durch. Ah, ich weiß. Ja, aber lieber Hyper lila gefahren. Als Hyper lila gelb. Ja, klar, aber ich wäre auch lieber anders gefahren. Als Hyper lila gelb lila Hyper. Ich habe irgendwie voll die schlechte Taktik gewählt, ich weiß auch nicht. Was machst denn du? Oh Mann. Bin's voll traurig. Ich mag dich jetzt auch nicht mehr. Okay. Damit kann ich leben, wenn ich erster bin. Ja. Oh, Alter. Du wirst noch erster. Ja. Ich muss nur mal in die Box. Und ich bin 18. Ich bin nur 12. Wir sind nur 6 Plätze auseinander. Oh, Autos! Ganz viele Autos. Ich sag ja, da kommt eine Kolonne, wenn du die alle einholst, wenn die auch nochmal alle in die Box gehen. Wir müssen nochmal in die Box gehen und ich überhole sie jetzt gleich schon. Alter. Ja, eben, du sollst die jetzt überholen, also, dann näher zu den anderen kommen, die anderen gehen an die Box, du bist erster. Dann hältst du alle auf, ich komme, bin ein Scheißdreck. Ja, weil es bis dahin ist was. Nein. Nein, ich meinte nur, weil bis dahin. Ja, ich weiß schon. Ich meine nur, weil bis dahin wahrscheinlich schon Runde 35 ist. Ach so, ja. Mein Frontflügel ja, auch. Ziemlich viele Autos da vorne, Alter. Der shake die ganze Zeit hin und her. Safety Car vor mir, glaube ich, hinter mir. Hinter mir? Hä, da ist doch keiner. Safety Car? Oh, vor mir. Ah, vor mir ist es doch. Nee, kein Safety Car, gelbe Flagge, Mann. Ja, Safety Car. Ja, ich hab schon gehofft. Safety Car ist hinter mir. Ich so plötzlich im Rückspiegel so plötzlich das Safety Car, so, what? Ja, der hatte mal Lust, eine Runde mitzufahren. Nee, Stroll hatte, sein Auto hat geraucht. Der war vor mir. Oh Mann, wieso nicht Hamilton oder Bottas oder der so? Der war vor mir, hat sein Auto geraucht und deswegen war gelbe Flagge. Ich hab das aber nicht gedacht. Vor mir ist Raikön. LOL. Der ist Platz 16. Ja, ich weiß. Ich weiß, Alter. Ja, ich hab den ja überholt. Als ich gerade aus der Box rausgekommen bin, waren wir gerade im Duell. Komm, halt die jetzt mal auf. Überhol die mal, dass du Erste bist und halt die mal auf. Mach doch jetzt mal hin. Ich bin gerade dabei. Ich habe jetzt von der Perlenkette den Ersten überholt. Es ist nicht leicht auf dieser Strecke. Mach doch mal hin, Generell ist es, sind die Bots hier ziemlich gut. Nicht nur die Strecke, sondern auch die Leute jetzt überholen mit gelben Reifen. Die haben ja teilweise, also die haben ja doppelt so gute Reifen. Du schuldest mir jetzt noch was, ne? Ja, das stimmt. Du musst die jetzt aufholen. Wenn ich nach vorne komme, mache ich das auch. Ja, dann komm doch mal nach vorne. Ich gebe mein Bestes. Ich bin Elfter. Oh, da geht was an die Box. Sehr da gut, geht was an die Box. Oh, Vettel. Ja, rammt der dich schon wieder? Nein, der ist an der Box. Ich habe ihn überholt. Cool. Hamilton. Was geht hier ab? Der sich voll freut. Hamilton ist Sechster. Gleich nicht mehr. Oh nein. Hamilton ist Siebter. Ich bin Sechster. Harris war noch nicht an der Box und der ist vor mir. Das ist schon mal ein ganz gutes Indiz. Ja, nein! Doch, mach was Gescheites und nichts Falsches. Ja, da war gerade die Kurve, wo ich dich getötet habe. Ah ja, cool. Und da hätte ich mich beinahe getötet. Alternative Strategie.
als ich Perez überholen wollte. Du bist einfach zu aggressiv. Hey, cool, danke, Leute. 3 Sekunden Zeitstrafe habe ich bekommen. Mist. Aber ich muss den Platz nicht zurückgeben. Raikön ist gerade auf Gelb, ne, übrigens. Ah, Raikön okay. Hat Gasly müssen weggeschubst, dadurch wurde die Ideallinie frei. Ich bin einfach an beiden vorbeigefahren. Das war richtig geil. Ich habe eine 3 Sekunden Zeitstrafe, das bedeutet, dass wir den aufhalten. Doch. Ich muss einen Unfall dann fabrizieren. Ja, du hältst sie einfach auf und dann bremst du richtig ab, dass sie nicht reinfahren, dann gibst du Gas und fährst die 3 Sekunden. Ja, genau. So, ich bin jetzt Platz 15. Platz 14 Platz ist 20 5. Sekunden von mir entfernt. 20. Wie viel? 20? Ja, von Platz 15 auf 14 ist anscheinend ultra der Abstand. Und ich wechsle nachher auf jeden Fall nochmal auf Hyper. Fahrer vor mir. Alter, ich bin Platz 5. Platz 4 ist Bottas, der hat schon gewechselt und ist 24 Sekunden vor mir. Ja, ähnlich wie bei mir. Komplett RIP. What the fuck? Ne, das kann gar nicht stimmen. Meine Box labert, glaube ich, scheiße. Weiß ich nicht. Ja, doch, meine Box labert scheiße. Der war an der Box, das stimmt. Aber der Abstand ist nur 3 Sekunden. Naja, dann ist easy. Also, es heißt easy, aber machbar. Ja, haben natürlich frische, neue Lana. Und ich habe gebrauchte gelbe. Und es ist Bottas. Ja, kein Problem. Und hinter mir ist Hamilton. Die rammen dich wieder weg, die beiden. Ich frag mich, wer vor denen ist, weil ein Vettel bin ich auf jeden Fall vorbei, ein Raikön bin ich auf jeden Fall vorbei. Das heißt, als 3, 2 und 1 müssten eigentlich Leute sein, die noch nicht an der Box waren. Das heißt, wenn ich Bottas überholt habe, müsste ich eigentlich schon ausbremsen können. Ja, guck mal, wirst du ja sehen. Weiß ich jetzt nicht. Ja, fahr einfach gut, hol den mal ein und dann sagst du mal. Außer die hat natürlich auch irgendwie eine Kollision oder so, keine Ahnung. Ah ne, also ein Verdorner sehe ich da, glaube ich, da vorne noch. Auf jeden Fall irgendein McLaren. Ein orangenes Auto. Orange trägt nur die Müllabfuhr. Und von Dorne. Und wir bei Liverpool damals. Das stimmt. Boah, ich kann mich noch an mein legendäres Opfer-Tor erinnern. Ah ne, das ist von Dorne gewesen. Ich dachte gerade schon. Oh, ich habe gehofft, Bottas geht an die Box. Das wäre witzig. Das wäre tatsächlich witzig. Ich kann mich noch an mein legendäres Lupfer-Tor erinnern. In der ersten Folge. So ein Lupfer-Tor. Fahrer vor mir. ...3,3 Sekunden. Eine Sekunde bin ich schneller pro Runde. Okay. Fahrer vor mir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 16,9. Sie fahren mit 9 Ultraweichen. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 47,6. So, der Alter, bist du schnell. Krass, ne? Was hast du für eine Zahl? 1,46,1. Oh, krass. Also wenn du so weiterfährst, du fährst gerade 4 Sekunden schneller als Bottas. Pro Runde. Später wechsle ich noch auf Hypersoft. Das ist natürlich erstmal ein generelles Problem. Ich weiß gar nicht, wie kann man die so stark aufhalten, damit das möglich sein wird. Ja, das ist eine gute Frage. Einfach in jeder Kurve sau abbremsen. Also ich habe die immer so aufgehalten. Wenn ich mal jemanden aufhalten sollte für dich, dann bin ich halt auf den geraden Gas gegeben und in den Kurven fast stehen geblieben. In den Kurven so langsam, dass ich fast stehen geblieben bin. Also am Scheitelpunkt der Kurve so fast stehen geblieben. Und dann, wenn du das in jeder Kurve machst, und hier gibt's viele Kurven, hältst du die locker 20, 30 Sekunden auf. Das muss man nur ein paar Runden machen. Oh mein Gott, ich werde gleich von Hamilton überholt. Das ist unpraktisch. Also, das wird erstmal generell, weiß ich nicht, ob ich es überhaupt schaffe, Bottas zu überholen. Fuck. Ich hoffe,
hoffe schon. Aber vor mir. Oh mein Gott, Hammond ist an mir vorbei. Aber. Ne, ich hab's nicht geschafft zu kontern. Oder jetzt? Okay, ich hab's geschafft. Oh, das könnte sein, dass Hamilton kaputt ist. Das wäre geil. Ich habe eine Verwarnung zumindest bekommen. Naja, dann ist er wahrscheinlich. Ja, Paris. Paris ist an ihm vorbei. Also. Ja, vielleicht so ein bisschen. Doch, er steht. Ich sehe es auf der Karte, er steht. Gelbe Flagge, er steht. Jetzt fährt er weiter. Gut, damit ist Hamilton schon mal weiter. Kein Problem mehr. Zumindest nicht für mich. Für dich schon mal schon. Jetzt fährt er weiter, aber er stand kurz. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. 4,6 Sekunden. Oh Mann, das hat mir 3 Sekunden gekostet. Puh. Oh, die letzten. Boah, Junge. Also, so schnell wie Bottas gerade fährt, wenn er wirklich durchgehend noch so weiter so schnell fährt, komme ich nicht an den Rand. Wie fährt er? 1,46,3, mein Bestes 1,46,1. Und ich fahre gerade auf jeden Fall mit diesen gelben Reifen, kann ich nicht mehr so schnell fahren. Ich fahre gerade 1,48,3. Ich bin 2 Sekunden langsamer gefahren, aber okay, in dieser Runde hatte ich auch gerade einen Zwischenfall mit Hamilton, aber trotzdem. Mann, ich war gerade noch vor ein paar Runden eine Sekunde schneller als der. Wir beide haben 40 Sekunden Abstand zueinander. Wir beide? Ja. Okay. Ey, krass, Mann, wer ist denn vor Bottas? Okay. Oh, Bottas und Magnussen kämpfen. Was ist denn Hamilton da ist los? Vor mir. Oh, Magnussen hat Bottas. Hamilton ist vor dir. Hamilton ist vor mir, er ist an der Box. Ich habe ihn überholt. Hamilton ist 15. und Raikön 16. Das ist schon mal gut. Das ist tatsächlich sehr, sehr nice. Damit habe ich ja schon mal ein bisschen Schützenhilfe geleistet. Ah, oh, das war doof. Ah, scheiße, ich habe ja noch 3 Sekunden. Voll vergessen. Fuck. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Alter, Magnussen fährt mit Ultrasofts, die 10 Runden alt sind. Das heißt, er geht auf jeden Fall nochmal an Magnus, die Box. Wo bist du? Platz 4, Magnussen ist Platz 3. Boah, das hat Magnussen überholt. Also Magnus muss noch einmal an die Box. Ich hoffe, er geht jetzt an die Box. Aber sieht nicht danach aus. Der zieht durch, Alter. Was ist das für ein Verrückter? Und dabei ist er gar nicht so viel langsamer, Mann. Angeblich sind meine Reifen noch gut, aber ich merke, wie ich auf jeden Fall echt. Also meine gelben sind bei 24% ungefähr so überall. Aber fühlen sich echt nicht gut an. Also ich bin echt deutlich schlechter. Also wirklich, ich fahre so 1,38 Grad. Raikön hat Hamilton überholt. 1,38 würde ich gut finden, 1,48. Raikön ist an Hamilton vorbei. Komm schon, Magnussen, geh an die Box, gib dir einen Ruck und irgendwie so ein anderer Dover muss da ja auch noch sein. Ja. Ein gelber Sainz oder so. Oder Hülkenberg. Müssen auch noch einmal an die Box gehen, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ich bin so dumm, jetzt habe ich 6 Sekunden. Oh mein Gott! Ich bin so dumm, ey. Wieso fahre ich da lang? Immer diese eine Kurve. So dumm, ich weiß doch, dass ich da eine Strafe bekomme. Ich habe mir irgendwie angewöhnt, weil ich da ein paar Mal überholt habe an der Stelle. Hülkenberg ist halt vor nicht mir. Zu kollidieren. Gut, dann ist ja. Es Sainz, der da ist. Hülkenberg und Grosjean betteln sich gerade, die sind vor mir. Magnussen, wenn du jetzt nicht an die Box gehst, muss ich dich gleich überholen. Wenn ich das bekomme. Wird zwar auch nicht der leicht. Muss doch an die Box gehen, Alter. Muss er eigentlich auch, aber er geht immer noch nicht. Was hat der Bottas angeblich für Reifen? Ila. Ah, Sainz ist gegangen. Stimmt, ja, Sainz ist gegangen.
heißt, ich bin jetzt Dritter. Also an Bottas komme ich nie im Leben ran, aber ich bin jetzt direkt hinter Magnussen und der muss eigentlich nochmal an die Box. Ja, oder du hältst alle anderen auf und lässt Bottas ziehen. Oder du... Aber ich muss 6 Sekunden Abstand schon. Das ist halt das Problem. Aber sonst komme ich halt nicht. Und es wäre natürlich eigentlich auch absolut unfair. Also das ist natürlich auch nichts Realistisches. Ja, wie du willst. Na, das ist im letzten Rennen. Ist nicht. Also. Aber dadurch ist natürlich einiges scheiße. Ja, ich weiß, aber immerhin bekommen Hamilton und Raikön auch keine Punkte. Du müsstest dann echt Platz 2 werden, Minimum. Wenn du nicht noch Bottas irgendwie... Hab Magnussen überholt, er dreht mich. Jetzt ist er wieder vor mir. Ey, das ist so ein Arschloch. Jetzt ist die Kamera wieder aus. Leute, es tut mir leid. Ich habe keine Elgato, mit denen ich die aufnehme, deswegen muss ich die mal neu starten. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe die 20 Sekunden aufgeholt auf Platz 14 da, beziehungsweise jetzt Platz 12. Fahrer vor mir. Ich muss halt noch an die Box, ne? Fahrer vor mir. ...7,6 Sekunden. 9 Zehntel langsamer. Fährt immer noch 1,46,3. Will er mich verarschen oder sagt er hier... Erzählt er hier gerade die ganze Zeit seine Beste? Wahrscheinlich schon. Jetzt, wo ich ihn überholt habe, geht er an die Box. Was ein Arsch. Ist natürlich nervig, aber gut. Also du bist Zweiter. Ey, wir wären echt Zweiter und Dritter oder so. Weil ich wäre ja bei dir immer noch. Yep. Eine fahren wir noch, dann gehe ich an die Box. Vettel bekommt zum Glück auch nicht viele Punkte, glaube ich. Wo ist der denn? Der war, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, irgendwie so Platz 10, Platz 11 oder so. Da ist er auf jeden Fall nicht. Er muss weiter vorne sein. Weil ich bin jetzt dank da ein paar, dass da ein paar an der Box waren, bin ich jetzt 11. 12. ist Perez, 9, 10 ist Grosjean und irgendein anderer Typi. Also muss noch ein bisschen weiter vorne sein. Wo genau, keine Ahnung, aber vorne sehe ich was Rotes, vielleicht ist eher das. Könnte gut sein. Fahrer hinter mir. Fahrer hinter mir. Boxenstopp. Hast 10 Sekunden jetzt zu Bottas. Junge. Boxenstopp. Plus meine 6 Sekunden natürlich noch oben drauf. Das ist so unmöglich. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Jetzt hat er es endlich. Es ist sogar eigentlich relativ gut, dass. Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Nicht das Feld zusammenzuziehen durch langsam fahren. Weil Raikön und Hamilton und Vettel und Co. dadurch natürlich auch total die gute Chance bekommen. Ja klar, aber ich werde wahrscheinlich keine Punkte holen. Los, fahr jetzt. Ja, das bedeutet, dass jeder einer vom Team nur Punkte holt. Ja, also Vettel. Ja, klar, aber wir haben jetzt Bottas immer Scheiße gebaut die letzten paar Male schon. Ja, ja, das weiß ich. Aber immerhin bekommen wir mehr Punkte. Ich bin sogar hinter denen jetzt. Ferrari. Ich bin genau zwischen Raikön und Hamilton und die gehen nicht mehr an die Box. Aber du jetzt bist war jetzt, ich, ja. Bist jetzt mal, ja. Bin jetzt Platz 15 für noch ein paar Runden, also das wird nichts mehr.
Aber damit haben wir immerhin das Gewissen, dass das bei denen auch nichts wird. Hamilton hat mich überholt. Ich habe Hamilton in die Wand gerammt. Musste sein. Frust. Oh, wieder eine Sekunde aufgeholt. Frust rausgelassen. Ich habe Hamilton dadurch disqualifiziert, wäre halt eben rausgehauen. Ach, oder? Ja, stimmt. In der Kurve, wo er gerade war, war gelbe Flagge und jetzt ist er weg. Der ist despawned. Natürlich wieder mal assi, aber ich musste Frust rauslassen jetzt. Hättest du ja auf Bottas warten können. Ja. Das kannst. Oha, wenn du Bottas raushaust und ich dann warte, weil dann wäre ich ja. Ja, wir haben nur noch ein paar Runden, das ist das. Ja, ich weiß. Das geht nicht mal. Die Taktik kommt zu spät. Er hat mich überholt, da musste ich ihn rausrahmen. Direkt wegkicken. Oh, ist das hässlich. Da vorne sind halt ungefähr 6-7 Leute. Wenn ich da hinkommen würde, wäre ich halt wenigstens noch Siebter oder so. Fahrer vor mir. Das komme ich nicht hin. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Was für ein Schwätzer, Alter. Was? Ja, sag mir, ich fahre gerade 1,4 Sekunden gerade zurück. Dabei fahre ich gerade voll gute Zeiten. Und er ist gerade statt 9,5 Sekunden nur noch 7 Sekunden weg. Also hole ich logischerweise auf. Boah, wenn ich jetzt wirklich irgendwie noch. Aber das schaffe ich nicht innerhalb von 3 Sekunden an den rankommen. Ich meine, wenn ich ihn dann in Frontflügel kaputt haue. Junge, das wäre zu heftig. Dann könnte ich halt wirklich Platz 1 werden, weil, naja, ich habe ja. Oh nein. Was ist das für ein Bug? Was? Bei mir ist eine Wand gespawnt und dann despawned, gegen die ich gefahren bin. Hey, du bist dagegen gefahren. Die war nicht. Ja, ich habe jetzt noch. What the fuck? Ich bin dagegen gefahren. Die war vorher nicht da, ich stehe, da ist sie da und wenn ich losfahre, ist sie wieder nicht mehr da. Fuck, jetzt muss ich mit dem roten. Oh mein Gott. 6 Sekunden halten. Das wird jetzt richtig böse. Im roten die 6 Sekunden halten. Fuck. Komm, kann ich Raikön auch noch töten? Leute, drückt mal die Daumen. Alter, was war das denn? Wäre das nicht da gewesen, hätte ich die Kurve locker geschafft. Das war wirklich. Das ist halt wirklich. Kurz bevor ich aufgeprallt bin, war die Wand erst da. Das war so halt so ein. Eine Art Reifenstapel oder so ein Poller, ja. Nimmt man halt nicht krass in die Wand, aber der war vorher nicht da und dadurch ist die Wand halt viel breiter geworden und die ich Strecke hab Raikön in dieselbe enger. Wand gekickt wie Hamilton. Ey, bitte fliegt der dadurch auch raus. Ja, er ist die Spot! Ich hab Hamilton und Raikön gekillt. Oh, ist das assi, aber das ist so. Fahr das ist so Frust mir. Rauslassen, Leute, es tut mir leid. Ich hab nicht mal die Kamera an, aber ich mache ja eh nichts Besonderes. 15 Sekunden. Okay, 1,47,7 bei deren letzten Rundenzeit. Oh Mann, ey. Wenn ich hier nicht sterbe, dann überholt er mich auf jeden Fall noch. Und ungefähr 12 Sekunden hinter Platz 7. 12, 15. Ah, ist das befriedigend. Zwei Leute gekillt. Ja, ich da schon wieder. Mann. Ich hasse das. Die Wand einfach gespawnt und despawned. Wenn man da zu nah rankommt auf der linken Seite, ist da plötzlich eine Wand und dann ist er plötzlich nicht mehr da. Cool.
Ey. Schaffst du es aber? Das weiß ich nicht. Also erstmal darf ich nicht sterben. Das ist, das wäre absolut. Dadurch fahre ich gerade so langsam, dass ich durchgehend auf Hotlap fahren kann. Wenn du stirbst, haben wir ein fettes Problem, weil dann ist gar keiner in den Punkten. Ja. Oh, bitte lass mich Platz 2 werden. Bitte. Alter, liegen hier viele Teile von Hamilton und Raikön. Die alle in diese Kurve reingerammt. Wo du auch mich reingerammt hast. War gleich in der letzten. Gleich in der letzten Kurve. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Was Bescheid. Warst geflogen? Nein. LOL. Ich dachte, ich wäre jetzt Dritter. Aber, weißt du, was passiert ist? Ich wurde einfach zurück überrundet. Gasly, Platz 15 ist jetzt. Ist einfach an mir vorbeigefahren. Okay. Fahrer hinter mir. Okay, also ich bin nicht Platz 2. Warum? Nein. Weil Alonso 3 Sekunden hinter mir ist. Was? Ein roter Frontflügel kostet absolut viel Zeit. Kannst nur schaffen, weil der wirklich so nah jetzt hinter mir ist, dass er den irgendwie doch noch kaputt mache oder so aus Versehen natürlich. Ja, klar, alles aus Versehen. Hier passiert nichts mit Absicht. Mann, ich bin so nah an den Punkten und ich schaff's einfach nicht. Warum lammst du mich raus? Sorry. Oh, fuck it, mal. Wie nah ich jetzt auf einmal noch bin. Okay. Alonso hat mich ganz normal sogar jetzt schon überholt. Nein, Vettel ist Vierter. Fahrer hinter mir. Ah, Bottas hat schon gewonnen. Okay. Vettel wird mich auch. Nein, was machst du? Oh Mann. Ja. Ich weiß, aber ist doch scheiße jetzt. Ich kann auf dieser Strecke. Ich weiß, dass da nichts geht, aber. Nein, 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 Leute. Bitte einmal kurz beten. Ich bete. Okay, brauchst nicht mehr beten, also ich werde auch nicht Fünfter. Was ist denn los? Ich bin ganz normal Fünfter geworden und jetzt mal gucken, ob Sechster, Siebter, Achter. Ich bin sogar Fünfter geblieben, okay. Aber Magnus und Vettel Alonso haben mich alle noch überholt. Da konnte ich nichts gegen machen. Ich war so langsam. So langsam dadurch. Wäre fast schneller gewesen wahrscheinlich, wenn ich wirklich noch einen Boxenstopp gemacht hätte. Zwölfter. Zwölfter Platz, ist ganz nahe an Platz 7 quasi. Ist das. Das heißt ärgerlich. Ganz nahe, aber ich fahre viel besser. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach Alonso, Fahrer, ey. Können sie noch mehr Silber nach Blackley mitnehmen? Damit haben die doch noch mehr Punkte geholt. Oh, es ist alles kacke, ey. Könnt ausrasten. Oh, ist das alles scheiße gelaufen. Oh, ich freue mich so auf Russland jetzt. Weißt du, auf was ich mich freue? So viel besser. Wenn ich Erster wäre, Mann. Oh Mann, ich meine, okay, ich wäre auch Fünfter gewesen ohne den Zeitstrafen. Die Zeitstrafen haben es jetzt nicht mehr verändert. Sondern wirklich nur dieser rote Frontflügel. Und das nur wegen dieser Band, die gespawnt ist da, Alter. Ich bin von Platz 1 gestartet. War nicht da. Bin Zwölfter geworden. Fuck. It, Alter. Ja, so viel zu. Wir wollen das heute nochmal ein bisschen ausbessern, die ersten zwei Rennen. Ja, das machen wir dann bei Russland. Ausgebessert haben wir nichts. Okay, dann haben wir heute ein Rennen mehr aufgenommen als geplant. Das halt leider nicht so gut funktioniert hat. Mercedes können wir noch einholen mit den 5 Punkten. Ferrari mit 50. Eieiei. Nee, aber die 5 Punkte Abstand haben die zu
also wir haben 45 zu. Ach so, stimmt. Oh nein. Okay. Ja. Alles ja. Nicht geil. Das stimmt. Das ist korrekt. 37 Punkte habe ich auch erst auf Platz 1 Abstand. Nach 5 Rennen. Oh nein. Wir müssen richtig raushauen. Gut, danke fürs Zuschauen. Lasst euch da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dahin. Und ciao, ciao. Ciao.